1938. Und dieser Preis atmet, schon erwähnt, den Geist einer Lebenswerkehrung und das noch dazu in einer Branche, die an über 45-Jährige noch regelmäßig Senkrechtstarterpreise zu vergeben pflegt. Hast du gesehen, wie ich versucht habe, mich zu anonymisieren? Jetzt sagen Sie nicht, Sie hätten es nicht gewusst, dass das hier zu früh kommt. Dieter Hildebrandt hat es Ihnen selbst gesagt. In einem Interview der Süddeutschen Zeitung vom 19. März 2009 hat er wörtlich gesagt, wir haben hervorragende Nachwuchskabarettisten wie Klaus von Wagner. Wenn die mal 40 werden, haben sie was zu erzählen. Und er hat recht. Mit 40, da wäre ich bereit gewesen. 40 ist die magische Zahl für höhere Wein. Mindestalter, um Bundesverfassungsrichter zu werden in diesem Land, 40. Mindestalter, um bayerischer Ministerpräsident zu werden, 40. Mindestalter, um Oberbürgermeister von München zu werden, 18. Okay, Mindestalter, um Bundespräsident zu werden, 40. Okay, das ist in dem Fall vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Gerade im Falle von Gauck steht Alter ja nicht unbedingt nur für Reife. Gedanken. Nichts lenkt mich nun ferner, auch als hier den Bundespräsidenten zu beleidigen. Schließlich gibt es den Paragraphen 90 des Strafgesetzbuches ja noch. Aber man muss sich schon fragen, ob eine zweite Amtszeit wirklich das Richtige ist. Für einen Mann, der auf die Frage, ob man die Majestätsbeleidigung in Deutschland abschaffen soll, gesagt hat, höchste Repräsentanz einer Republik hat mindestens so viel Ehrerbietung verdient wie ein gekröntes Haupt. Ich habe nachgeschaut. Die höchste Repräsentanz in unserem Land, in unserer Republik ist, Sie werden es nicht glauben, Gauck. Vom Präsidenten zum König in nur einem einzigen Satz. Da bekommt man fast Lust auf ein Tiergedicht. Und Gauck ist ja nicht, ich verstehe Sie nicht falsch, wirklich, er ist, sehen Sie, das ist so, ich finde es toll, wenn der Bundespräsident sein Thema entdeckt, also Horst Köhler hat irgendwann Afrika entdeckt, oh, da ist es ja, schauen Sie, und bei Gauck war das so, musste es bei Gauck unbedingt Krieg und Frieden sein. Das begann ja hier in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Nee, man hatte sich überlegt, Mensch, die Außenpolitik können wir sich noch ein bisschen robuster gestalten. Thinktanks haben lange überlegt, Thinktanks Denkpanzer übersetzen. Die hatten sich über den Menschen gefragt und dann hatte man so einen Satz geschrieben, nicht? Der Berg kreist und gebar einen Satz. Und das, der verschwand dann plötzlich, aber tauchte in Gaucks Rede wieder auf. Man hat es dann auch brav vorgelesen, Deutschland soll wieder mehr Verantwortung übernehmen in der Welt. Hat dann auch ganz lang auch gleich gemacht, der Steinmeister gleich losgezogen, stand der Ukraine rum von Verantwortung gebeugt. Nicht hat jetzt Sätze gesagt, wie die Ukraine ist ein Land, das braucht eine Atempause, um wieder zu sich zu kommen. Also alleine jemandem, der wieder zu sich kommen möchte, eine Atempause vorzuschlagen. Diplomatische Lösung. Hey, dann kam ja Flintenuschi noch hinterher. Aber Entschuldigung, das ist nicht das Niveau, dass ich dieser Dr. Flintenuschi so viel Zeit muss sein. Man wollte ja nicht den Senator aufmarschiert wissen. Und dann hat Gauck nochmal nachgedacht. Er hat gesagt, für manche Menschenrechte, da müsse man eben zu den Waffen greifen. Und das sind so Sätze, die hören Sie öfter von Menschen, die keinerlei Gefahr mehr laufen, eingezogen zu werden. Und in einem der wenigen Gespräche, die ich mit Dieter geführt habe, und das war für eine Magisterarbeit, deswegen hatte ich es aufgeschrieben, beziehungsweise aufgenommen, hat er gesagt, ich habe nie daran geglaubt, dass ich etwas ändern könnte, aber ich habe immer daran geglaubt, dass man jemanden berühren kann, ihn behelligen, dass er es von der anderen Seite betrachtet, plötzlich durch eine Porte. Einen Menschen, den er vorher beurteilt hat, den könnte er eventuell jetzt von einer anderen Seite sehen. Oder einen Vorgang, der einen ganz anderen Hintergrund hat, den man ihm mitteilt. Krieg beispielsweise, oder? Die Hinführung.
Der Krieg, beziehungsweise einen neuen zu verhindern und Demokratie zu verteidigen, das war eines der großen Themen. Und Dieter Hildebrand, für meine Generation sind diese Kämpfe um die Demokratie etwas anders gelagert, werden aber nicht weniger verbissen geführt. Dieter, Zitat, dieser. Und wer Georg Schramms letztes Programm gesehen hat, und auch an ihm war Dieter Hildebrand ja nicht gänzlich unschuldig, der hat bestimmt noch das Warren Buffett-Zitat im Ohr. Der Milliardär hat auf die Frage, was er für den zentralen Konflikt unserer Zeit hält, gesagt, der Klassenkampf natürlich. Reich gegen Arm und meine Klasse, die Reichen, die gewinnen gerade. Für mich war das auch ein Grund, eigentlich so ein Programm über die Finanzwelt zu versuchen. Weil da plötzlich eine fremde Welt vor mir aufgetaucht ist, die ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beschlossen habe, das zu machen, nicht kannte. Also ich war ein bisschen ignorant, vielleicht, aber ich fühlte mich schulisch auch nicht vorbereitet auf das Thema Finanzen. Weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hatte in der Schule, wir hatten ein Jahr lang im Gymnasium, in der gesamten Schulzeit, ein Jahr lang Wirtschaft und Recht. Ein Jahr lang Wirtschaft und Recht, gut, da haben wir immerhin gelernt, dass Wirtschaft und Recht offensichtlich zwei getrennte Phänomene sind. Berühmten Aphoristiker haben wir mal gefragt, ob man Wirtschaftsethik studieren soll, und er hat gesagt, na, da müssen Sie sich schon entscheiden. Damals noch gar nicht. Ich hatte ja lange, das gebe ich zu, den Wirtschaftsteil nicht aufgeschlagen. Ja, als ich ihn dann aufschlug, da kam dann etwas entgegen. Da kam dann, also seit Jahren ging das dann so, da waren dann Horrornachrichten, man las und nicht verstand. Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Bankkrise, Vertrauenskrise, die Welt steht vor dem Abgrund. Und man selber als Laie in Deutschland konnte nicht viel mehr machen, als aus dem Fenster zu schauen. Und man sah, naja, die Straßenbahn fährt. Die Leute gehen einkaufen. Es ist doch alles in Ordnung. Aber so richtig sicher fühlt man sich in diesem Finanzsystem nicht mehr. Mir geht es so ein bisschen so, es ist so ein bisschen, als säßen wir alle zusammen in einem großen Flugzeug, angeschnallt auf unserem Sitz. Das Flugzeug fliegt noch, keine Sorge. Sie hören das leise Brummen in der Luft. Aber immer wieder meldet sich von vorne das Cockpit, die Piloten, mit irgendwelchen Horrornachrichten. Da meldet sich von vorne schon wieder das Cockpit. Ich kann die Instrumente nicht lesen, es ergibt alles keinen Sinn. Das Flugzeug fliegt aber weiter. Ihnen erscheint nach wie vor immer noch alles normal. Es kommt ein Steward und serviert ein Kissen, als ob Sie schlafen könnten nach diesen Nachrichten und diesem Kaffee. Sie probieren es im Sitz, sich irgendwie bequem zu machen. Da meldet sich von vorne schon wieder das Cockpit. Meine Damen und Herren, wir haben die Turbulenzen jetzt hinter uns gelassen. Es dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Genießen Sie die Wahrheit. Oh Gott, wir werden alle sterben! Jetzt fangen Sie langsam an, mit Ihrem Nachbarn zu sprechen, aber der weiß das auch nicht so genau. Irgendjemand schlägt vor, wenn wir uns alle nur ganz leicht machen. Sie sind so nervös, Sie wollen wissen, was ist da vorne los im Cockpit. Sie gehen diesen Mittelgang im Flugzeug nach vorne, Sie kommen aber nicht bis ganz nach vorne, weil vor der ersten Klasse ist Jan vorne. Sie ziehen den Vorhang beiseite und sehen, die erste Klasse ist leer. Da sitzt niemand mehr. Da steht nur eine Stewardess, die sie bisher gar nicht gesehen haben. Die dreht sich zu ihnen um und sagt, keine Sorge, ich habe Physik studiert. Menschen der ersten Klasse mit Rettungsschirm in Sicherheit gebracht haben. Vielleicht noch eine Frage, ist in der zweiten Klasse ein Pilot? Nein, kein Problem, dann sprechen Sie mir nach. Vater, unser Himmel. Als ich jetzt gerade Angela Merkel parodiert habe, ich hatte so ein bisschen so. Meinst du, ich weiß nicht, also es ist so ein bisschen. Es ist so ein Elefant im Raum, den muss man eigentlich ansprechen. Komm, machen wir den direkten Vergleich mit Dieter Hildebrand und mir. Ich wollte das einmal machen, dann kommen Sie tun das eh die ganze Zeit. Machen wir es mal mit offenem Visier.
Weil etwas Gutes hat es ja, dass die Latte mit dem Namen Dieter Hilbrand so hochgelegt ist, es erlaubt mir, das Niveau zumindest aufrecht gehen zu unterschreiten. Und um den Vergleich fair zu gestalten, werde ich zum nur Sachen heranziehen, die Dieter Hilbrand bis zum 38. Geburtstag erreicht hat. Vergleich Nummer 1, Dieter Hilbrand hatte mit 38 Jahren einen Weltkrieg erlebt, mit seiner unnachahmlichen Art, die Grauen des Nazi-Regimes zu verarbeiten, einer ganzen Nation einen moralischen Kompass gegeben. Ich habe erlebt, wie Wetten, das gescheitert ist.